Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1. Rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kat, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit! Das sind unsere Soldaten! Geben wir ihnen Feuerschutz! Sie wissen, was sie zu tun haben, Kerz. Fenster im Auge behalten! Feindliche Infanterie voraus! MG-Feuer eröffnen! Kanone, da! Ich das nicht. Sei stark, Hartmann. Verfolg einfach deine Befehle.
Was soll das werden, Kerl? Tut mir leid, ziemlich holprig hier. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl, Kommandant. Sherman, Sie rücken vor. Der Schuss ist abgeprallt. Panzer sind erledigt. Gute Arbeit! Vorwärts! Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Wir müssen irgendwas tun! Straße. Zerstören wir ihre Verteidigungen. Sie fliehen! Sie haben wohl schon Tiger gesehen, hä? So schnell es geht! Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Anton 1, feindliche Artillerie auf dem Hauptplatz. Sofort vorrücken und zerstören. Befehl bestätigt, Hartmann. Jawohl. Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Da ist die Artillerie. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Haben Sie sich Kontakt zu einem Scheibenpanzer? Treffer bestätigt. Stellung zerstört. Jetzt die andere. Das müsste die letzte Artilleriestellung gewesen sein. Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Schaden! Vollgas voraus und Feuer erwidert!
Scheiße! Das ist nicht gut! Treffer! Nicht gut! Nicht gut! Irgendeine Deckung haben. Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. Treffer! Ziel neutralisiert! Bestätigt. Peter, wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem. Geschafft. Das war der letzte. Wir haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten, rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Kerz. Ja, Kommandant. So viel Zerstörung. Wir werden Ihnen zeigen, dass wir stärker als jede Bombe sind. Bringen Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herrgott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit.
Anschlag! Sie weiter, Kerz. Wo kommt das denn her? Strengen Sie sich gefälligst an. Ich hab's gleich. Alles fertig. Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.
Wo ist Hoffmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Don't let him!
Rocket's going out! Spaß. Gefolgt.
ins Ziel! Sieht. Stefan ist kampfbereit, aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Jetzt zurück zu Stefan. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale. Irgendwelche Befehle, Kommandant? Germans, vorrücken und angreifen! Sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Suchen Sie uns.
Schnallen Sie sich gefälligst an. Nur noch eine Sekunde. Er kann wieder los. Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Halten Sie die Position an den Kapitänen. The cathedral is surrounded. Lower your weapons. You cannot win this fight. I'm suppressed. Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen!
Ziel! Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Bestätigt. Feindlicher Panzer! Feindliche Panzer nähern sich! Schuss fortsetzen. Wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem. Bestätige Treffer! Treffer! Wir müssen irgendwas tun! Wie geht's, Stefan? Stefan, geht's gut! Vergewissert euch, dass noch alles funktioniert. Das hier ist noch nicht vorbei. Wir werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen! Vorsicht! Artillerie! Die haben uns markiert! In Deckung! Schnell! Zur Brücke! Los! Wir können sie nicht mehr aufhalten! Fällt gleich aus!
uns Deckung! Schnell! Unsere Panzer! Markiert in Deckung! Schnell! Machen wir ein bisschen Boden gut. Zurück zur Versorgungsstation an der Brücke. Die haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott stehe uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Ist es vorbei? Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kurz! Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Das waren doch ihre Worte, oder? Bei dir, sagen Sie es! War das nicht so? Just give up, damn it!